Demnächst rechts abbiegen. Hi Freunde, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Biege rechts ab. Wir spielen wieder Eurotruck Simulator 2 im Multiplayer. Mit dabei ist der Gemma und der Arthur. Grüßt euch. Moje. Servus. Erstmal gucken, wo geht denn hier die Krawallbeleuchtung an? Ach, da. Ja. Wir fahren, muss ich jetzt selber erstmal gucken, irgendwo rüber. Genau, nach Sheffield. Von Stockholm nach Sheffield. Mit der Yacht. Die haben wir an Bord. Auftragsvergütung 66.000 Euro. Und wir können starten. Willst du vorfahren, Arthur, oder soll ich? Du kannst auch gern vorfahren. Ja, dann fahre ich vor. Genau, wenn wir in England wieder drüben sind, dann müssen wir auf den Verkehr achten, ja? Dass wir richtig fahren. Also das ist eine... Also das ist 1600 Kilometer Strecke. Ich denke mal, ich werde einen kleinen Timelapse reinhauen. Also viel Spaß beim Zugucken und wir sehen uns dann später. Demnächst links abbiegen. Jo. Aber schon lange kein ETS mehr gespielt, ne? Und dann links abbiegen. Ja, ist richtig. Schon ein paar Tage her. Ja. Biege nach links ab. Gerade habe ich mir das Tempomat neu gemacht. Da geht schon wieder Bremsen hier. Macht man ja auch nicht auf so einem kurzen Stück. Das haben wir ja nicht gesehen. Losgefahren und zack, was denn? Hm. Bitte rechts halten. So, hier müssen wir wieder ab. Bitte links halten. Bitte rechts halten. Bitte links halten. Ja. Lange immer Weg. Geradeaus. Schön, Tempomat 90. Ab geht's. Ja, der Stefan, der spielt halt zum ersten Mal mit Lenkrad Eurotruck Simulator. Der ist jetzt schon begeistert. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn noch nichts belegt ist und alles irgendwie noch so ein bisschen über die Tastatur läuft. Schon geil. Ist schon was anderes, ne? Vor allem viel feinfühliger. Du hast dann immer dieses Ruckeln und... Richtig. Dieses schlagartige Lenken, sag ich richtig. Mal. Richtig. Warte mal ab, wenn du mal in, so Autobahnabfahrten und sowas, ja. Da kannst du schön reinballern. Was passiert? Pascal. Moin, Pascal, bist du auch dabei? Ja, ja, ich sehe nicht, mein Aufnahmeprogramm ist davor. Der hat irgendwie so eine Schleife auf dem Kopf oder sowas. War der auf dem Kopf? Das ist so ein kleines Ding, was die Mädchen immer drauf machen auf dem Kopf. Ah, so ein Schleifchen. Okay. Der wollte sich, glaube ich, schon mal ganz kurz zum Affen machen. Ah, ja. Ich muss erstmal wieder suchen, ey. Wo war denn auf der Tastatur der Tempomat? Boah. Ich hab's auf C. Genau, C wie Tempomat, richtig. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Trying to protect your
biege nach rechts ab. Was ist passiert? Ich hab's noch gehört. Ich hab nur einen Aufleger in der Luft durchfliegen sehen. Ich hab ihn noch gefangen, der LKW lag schon fast auf der Seite. Mhm. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Du. Ja, wenn du hier so hochschleichst mit 20. Kann ich ja nichts für, wenn der LKW fast auf der Seite lag. Ja! Da muss der hochschleunen. Nicht angepasste Geschwindigkeit. Das ist ja gar nicht wahr. Nein! Guck dir die Aufnahme an, wenn sie online ist. Sheffield war ich, glaube ich, noch nicht. Schön fast mit 70 um die Kurve. Ah, ein bisschen zu schnell, ha? Bin gerade noch so gut. Hat der Auflieger auch gerade noch abgehoben, wahrscheinlich. Schön, dass hier in der Kurve 30 ist und ich mit 90 durchfahre. Auf dem Schild stand 30, auf meinem Navi sind 48. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Absattel. Ausgezeichnet. So, meine Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Timelapse hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann. Willst du denn wirklich dahin, wo ich auch hin will? Doch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Du stehst mir im Weg, ich sehe nichts. War auch Absicht. Like, Abo, Kommentar. Wie immer, gerne gesehen. Und macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus.